Hallo und ein ganz kurzes Introduction-Video, Kanalvorstellung, was euch erwarten wird. Im Kurzen gesagt, werde ich ziemlich viel versuchen zu machen, auch wenn der Lockdown verlängert wird jetzt wieder, dann wird noch mehr passieren, aber Musik sollte dieses Jahr noch zwei oder drei weitere Songs kommen. Die restliche Zeit wird mit Call of Duty Content gefüllt. Die neue Warzone-Map ist da. Die ist gut. Die ist gut. Die kann man spielen. Gefällt mir sehr gut. Überhaupt, dass sie es Wiederbelebung gemacht haben. Aber ansonsten die Songs. Songtagsfahrer ist draußen. Einmal ist draußen. Es kommt noch ein dritter Song, ein englischer. Und wahrscheinlich ein paar Instrumental-Sachen, die ich mir dann auch in den Hintergrund reinschmeißen kann für meine Videos. Damit sich nicht ganz so leer anhört hinten. Und der Rest wird dann Gameplay-Sachen werden. Alles noch ohne Facecam, vielleicht nächstes Jahr, Anfang oder Ende des nächsten Jahres, weil am Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, sollte dann auch ein vierter Song kommen zum Abschluss des Jahres. Und das wird dann alles so mit der Zeit fertiggestellt, weitergemacht. Und geplant ist ein ganzes Album mit 20 Songs. Wobei ich jetzt Song für Song mich weiter dran arbeiten werde, weil es natürlich ganz nicht so schnell geht wie ein Call of Duty Gameplay aufnehmen. Oder was auch noch dazu kommen wird, wird Outriders sein. Endgame-Lobby-Sachen und vielleicht auch ein New Game Plus oder ja, ein Playthrough halt. Kommt drauf an. Es war eigentlich geplant, mehr in Englisch zu machen, weil die nächsten Songs auch ein bisschen englischer werden. Aber zurzeit passt anscheinend Deutsch eh für mich. Und da jetzt bis jetzt die ersten zwei Songs sowieso auf Deutsch waren, macht es jetzt nicht so viel Sinn, dass ich so schnell auf Englisch umstelle. Der Rest wird versuchen, dass ich mein Recording-Equipment noch ein bisschen verbessere, meine Stimme stärken, obwohl ich seit drei Jahren Singtraining mache. Komme ich mir noch immer so vor, wenn ich mir meine Sachen durchhöre, als würde sie ziemlich schüchtern und schwach klingen, was hoffentlich auch besser werden wird mit der Zeit. Ist halt im Anfang. Ich habe das Call of Duty Gameplay hier aufgenommen und es waren Hintergrundstimmen, die nicht meine waren, die ich jetzt auch rausgearbeitet habe, deswegen klingt das Audio auch ein bisschen eigen. Fast verschluckt an meinen eigenen Worten. Wie gesagt, nur eine ganz kurze Partie. Der Rest ist rausgeeditet. Ich habe viel Call of Duty Vanguard vorher aufgenommen, hauptsächlich Shotgun Runs. Outriders wird auch so in diese Richtung sein. Schnell, viel mit Shotgun. Und der Rest wird musikalisch gestaltet. Neben den Songs soll nächstes Jahr auch vielleicht mehr Fitness-Content kommen, von dem ihr noch nicht wissen werdet, was passieren wird. Ansonsten werden wir halt sehen. Tschüss.